So, meine lieben Freunde, hallihallo und herzlich willkommen zu mal einem Opening. Ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel gesehen. Und zwar, Leute, ich habe endlich ein Paket bekommen. Das kam ja gestern raus, am 28.09. Gestern wurde Bushido 40 und das ist die Vorbestellerbox, die limitierte Box Mythos, Freunde. Da ist die MPC mit drin, da ist ein Demo-Tape mit, da sind zwei Demo-Tapes mit drin. Da ist irgendein Buch mit drin, es ist ein unveröffentlichtes Tape von 1900, keine Ahnung, irgendwas drin. Also auf jeden Fall ziemlich geil, Leute. Wir werden das Ganze jetzt aufmachen und ich bin gespannt, wie geil das Ganze ist. Ich freue mich natürlich mega drauf, das Paket kam gestern schon an. Aber ihr wisst ja, Hermes ist immer ein bisschen, ja, Hermes halt, ne? Deswegen mache ich das jetzt auch. Das kam gestern im Stream, 19.10 Uhr oder so kam das. Irgendwie so. Na ja, gut, egal. So, wir machen das Ganze auf. Freuen uns dann hoffentlich über die extrem geile Box, Freunde. So. Jetzt ist das Mikro im Weg, herrlich. So, das sieht doch schon mal ganz geil aus. Muss ich mal aufstehen hier, damit. Ja, damit das alles nicht ganz so. Das ist auf jeden Fall schon mal fett, Digga. So, das nehmen wir mal weg hier, der Karton ist jetzt leer, interessiert uns also überhaupt nicht mehr. So, hier, zack. Mythos. The Box, Freunde, The Box. Da sieht man es doch besser. Das ist doch hier ein bisschen besser, die Mythos Box. Damit man das mal sehen kann, wie geil das ist. Ja. Schon cool, ne? Ja, ist schon geil. Na gut, Leute, geht's weiter. Also, dann machen wir das Ganze mal auf hier. Mythos. Sehr gespannt. Ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass die Verpackung so groß ist. Aber scheinbar ist das Ganze doch größer, als man gedacht hätte. Schon ganz cool eigentlich, ne? Übrigens, Leute, es kann eine Rolex drin sein. Also keine Rolex direkt drin, aber irgendwie ein Code oder eine Telefonnummer, wo man dann einen von Bushidos Jungs anrufen kann. Und ja, da hat man dann eine Chance auf jeden Fall in jeder Box hier. Ich glaube insgesamt 4 Rolex gibt's. Da hat man auf jeden Fall eine Chance, ja, eine davon zu bekommen, Freunde. So, wir machen das Ganze jetzt auf. Los geht's. Man sieht natürlich nichts. So. So, zack. 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 Und nochmal zack. Da ist sie drin. Oh shit. Oh, ist das schwer. Übrigens, das Paket, Leute, 3,02 Kilo. 3,02 Kilo wiegt das gesamte Paket. Das finde ich eigentlich ein bisschen heftig. Aber cool, ich hätte nie gedacht, dass eine Box so heftig ist. Also, dass das so. Boah, guck mal, das sieht schon geil aus, ey. Schon fett, oder? Ja. Schon geil, Leute. Schon fett aus, ne? Auf sowas hat Bushido seine ersten Beats produziert. Das ist natürlich schon mega gut, ne? Ja. Auf so einem Teil ist er auf jeden Fall abgegangen. So, Freunde, wir machen das Ganze auf jetzt. Jetzt wird es spannend. Und zwar kann man das Ganze. Das ist noch festgeklebt. Man kann das so aufklappen. So. Das einfach mal weg. So, was haben wir denn hier Schönes? Also. Das Bushidos B hier mit drin ist natürlich mega gut eingepackt, würde ich mal sagen. Oder soll es nicht irgendwie Verarsche sein oder so? Es ist wirklich mega gut eingepackt. Ja, das will ich natürlich jetzt vorsichtig aufmachen. Ne, geht natürlich nicht. Ist natürlich klar. Ja, so eine Art Siegel, würde ich mal sagen. Das ist das Fanbuch, Leute. Oder das Buch, was da mit drin sein soll. Boah, ist natürlich schon mega gut gemacht, Alter. Ist natürlich schon geil, ne? Gut, ich mal. Ein weißes Buch. Schon cool, Alter. Fotos vom Tokio-Aufenthalt. Samra. Wieder Samra.
Bushido. Hat er sich da ein Tattoo holen lassen oder was? Mir noch gar nicht alles so angeguckt. Von der Bordstein bis zum Skyline zurück. Auch eines der ersten Alben. Gut, das gucke ich mir mal später an, Freunde. Aber das ist auf jeden Fall das Buch, was da mit drin ist. In der Bushido-Box, die übrigens fast ausverkauft ist. Es gab sie gestern wieder bei Amazon. Aber die steigt natürlich jetzt preislich in die Höhe. Ich glaube bei 65 Euro. Ich habe sie für 39 gekauft. Deswegen, Leute, diese Box wird ein bisschen im Wert steigen. So, packen wir das auch weg, Leute. Weiter geht's. Natürlich gucken, wo ich das Ganze jetzt hinlege. Denn ich möchte ja auch das Ganze. Gut behandeln. So. Jetzt kommen wir zu den Alben, Freunde. Hier war das Buch drin, ne? The Book. So, hier, Freunde. Hier haben wir es. Einmal Mythos. Einmal Mythos. Und einmal Bushido Demo Tape. Ist natürlich episch. Oh, das haben wir auch noch mit bei. Das haben wir EP. Wie viele Lieder sind da drauf? Mythos. Das ist die CD, Freunde. Oh, da sind gar nicht so viele Lieder drauf. 15 Stück, ne? 15 Stück. Geht eigentlich, naja. Wird nämlich mehr sein können. Aber gut. Qualitativ wahrscheinlich sehr hochwertig. Denke ich mal. So. Also hier haben wir einmal rechts Mythos, links haben wir das unveröffentlichte Demo-Tape, Freunde. Wie viele Lieder sind da drauf? Da sind 14 drauf, da bin ich natürlich mal mega gespannt. Denn das ist eins der ersten, bin mir gar nicht sicher, vielleicht ist es sogar das allererste Demo-Tape, keine Ahnung. Kann sein, dass es das allererste Album ist, was Bushido jemals produziert hat oder aufgenommen hat. Damals hatte er noch nicht produziert, er war ja noch unter Vertrag. Ja, Freunde. Okay, dann gucken wir mal hier. Capital Bra ist natürlich auch mit bei. Ist natürlich auch cool, ne? Ja. Ja, Leute, das ist natürlich episch hier. Die Bushido-Box. Warte mal, ich mach mal kurz mal ein bisschen Licht aus hier. Ich glaube, da kann man das besser sehen, genau. So kann man das ein bisschen besser sehen, ja. Von den Spiegelungen und so her. Ja. Ja. Ja, Freunde. Naja, gut. Das war's, würde ich sagen. Ja, das ist die Box Bushido. Packen das Ganze mal schnell wieder ein bisschen zusammen, damit das optisch nochmal einen guten Abschluss findet hier. So. Ach, herrlich, 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 Freunde. Bushidos B ist bekannter als der Bundesadler, Freunde. So. So, Leute, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video natürlich gefallen. Ich fand's mega gut. Also die Box mega gut. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben. Da war mal was anderes, aber ich wollte das einfach mal machen. Mein hat sich ja angeboten. Ich habe es jetzt eh erst geöffnet. Deswegen habe ich gesagt, hey, komm, dann kannst du das, kann man sowas ja auch mal vielleicht mal ausprobieren. Leute, macht's gut, haut rein. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Ciao.